Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, hier auf Powermon Gaming zu einer weiteren Folge vorgestellt. Wir schauen uns heute mal den Emergency Cleanup & Co. an. Das ist ein Reinigungsfirma-Spiel. Wir bauen also hier unsere eigene Reinigungsfirma auf. Gehst schon ein bisschen länger draußen, nämlich schon seit Juni, die Vollversion. Das hier ist die Demo, aber ich fand es dann irgendwie doch so süß, dass ich dachte, ich zeige euch das einfach mal. Also lasst uns mal reinschauen. Und willkommen hier in unserer Garage, ne, wo wir unsere Firma quasi angesiedelt haben. Hier stehen alle Putzutensilien und so weiter rum. Hier vorne können wir uns zum Beispiel auch noch ein bisschen chillen, wenn wir mal wieder nichts zu tun hätten. Ne, kleine Chill-Ecke. Ansonsten hier natürlich noch unser Büro und alles andere, was wir brauchen. Zusätzlich auch unser schöner kleiner, Truck ist ja übertrieben, aber unser Fahrzeug sieht auch ganz nice aus. Auf jeden Fall gelungen. Ja, wie gesagt, die Version ist schon im Juni rausgekommen diesen Jahres. Ich habe es aber noch nirgendwo irgendwo gesehen. Ich folge ja auch sehr vielen Leuten, die Simulatoren spielen und so weiter. Aber von dem Spiel habe ich noch so gar nichts mitgekriegt. Vielleicht, weil nicht Simulator hintersteht. Das kann natürlich sein. Vielleicht habt ihr es auch noch nicht mitgekriegt, aber es ist auf jeden Fall spielenswert. Ich habe nur die Demo-Version gewählt erstmal, weil ich dachte, naja, ich weiß nicht, ob das so ganz was für mich ist, weil ich ja überhaupt kein Typ bin, der gerne putzt. Da bin ich ein bisschen putzfaul und deswegen weiß ich nicht, ob ich dann ein Putzspiel machen sollte. Aber es ist auf jeden Fall in der Demo-Version viel zu sehen und wir können da mal kurz reingucken. Was haben wir hier noch? Normalerweise ist hier so ein Tape, da wird eben abgespielt. Ich weiß gar nicht, war es der Großvater oder der Vater, irgendeiner hinterlässt uns diese Firma. Und wir sollen jetzt das Beste draus machen, kann man aber jetzt nicht mehr, weil ich das schon einmal mir angehört habe. Aber wir können auf jeden Fall trotzdem die Geschichte spielen, die man hier machen kann. Nämlich hier einmal eine Herausforderung und es gibt hier rechts auf der Seite übrigens dann noch eine Shopping-Seite. Nämlich hier zum Beispiel diesen Dampfreiniger und diesen Staubsauger haben wir. Und dann kommen hier noch so einige andere Sachen, die wir uns kaufen können, kostet allerdings einiges an Geld. Und auch an Erfahrungspunkte, da haben wir ja noch nichts gesammelt. Ne? Aber hier gibt es dann zum Beispiel auch nochmal einen besseren Staubsauger mit mehr Leistung. Dann gibt es auch Staubroboter und so weiter. Ne? Das ist also einmal die Shopping-Seite. Und wie gesagt, hier sind dann alle Aufträge, die wir machen könnten, aktuell in der Demo-Version. Nur diesen einen von Brandy Sears. Sie ist auf der Suche nach einem Reinigungshelden und schreibt uns. Hallo, mein Zuhause sieht aus wie ein Tornado, hindurch, als wenn ein Tornado durchgegangen wäre. Überall ist Matsch, verstreute Kartons und ein riesiges Durcheinander. Das Haus braucht dringend eine gründliche Reinigung und ich rufe nach einem wahren Reinigungshelden, um den Tag zu retten. Ich bin sicher, dass du diese Herausforderung meistern kannst. Je eher du kommen kannst, desto besser. Es ist ein bisschen ein Notfall. Vielen Dank im Voraus. Dafür werden wir jetzt 100 Pfund bekommen und ich würde sagen, wir gehen mal ran an die Arbeit. Und schauen uns auch mal kurz das Städtchen an, denn hier sind wir schon vor dem Haus von der Dame, aber im Städtchen könnt ihr jetzt nicht viel machen, aber trotzdem auf jeden Fall optisch, grafisch ganz schön. Ja, und wenn wir mit unserem Wagen hier reinfahren, haben wir immer wahrscheinlich das dabei, was wir gerade brauchen. Zumindest ist das jetzt in der Demo so. Also einmal den Dampfreiniger und den Staubsauger. Und hier der Mülleimer ist auch gleich ganz wichtig. Und hier kommen dann nachher die Müllsäcke rein. Gehen wir mal kurz ins Haus ohne irgendwas. Schauen wir uns das mal eben an. Ich finde das grafisch auch ganz nett gemacht, definitiv. Ne? Und hier sieht es ja wirklich aus wie bei den Hortentortens, wie man immer sagt. Alles steht hier so rum. Einiges muss noch platziert werden. Die Küche, na, die Pizza hat wohl gar nicht geschmeckt, wurde noch nicht mal angebissen. Die Stühle stehen hier rum. Dann gibt es hier noch zwei weitere Räume, nämlich einmal hier das Schlafzimmer. Na, da ist vor allem die Decke ziemlich schlecht, aber auch der Spiegel müssen wir reinigen. Ja, und dann gibt es hier noch eine Toilette natürlich. Die sieht auch nicht viel besser aus. Also, viel zu tun. Und wer jetzt wirklich Fan von Putzen ist, hier so ein Putzteufel und das gerne mag, für den ist sicherlich so ein Spiel was. Wie gesagt, für mich erstmal nicht, aber trotzdem fand ich es jetzt nicht schlecht. Wir nehmen uns jetzt erstmal den Mülleimer, weil wir haben hier rechts die Aufgaben stehen. Da sollen wir nämlich einmal den Müll sammeln, dann Dampf reinigen, dann gibt es eine detaillierte Reinigung, wie glaube ich, dem Spiegel. So weit war ich noch gar nicht, als ich das mal kurz angetestet habe. Dann müssen wir noch kehren und Gegenstände platzieren. Das ist das Ding. So, und einfach nur aufsammeln macht ihr mit dem Linksklick alles, was Müll ist. Und während ich das tue, schaut mal oben rechts in der Ecke. Finde ich auch richtig gut gemacht, so eine kleine Map, wo denn überall Müll liegt. Ja, und das Besondere daran ist, dass jetzt nur der Müll angezeigt wird. Wenn ihr gleich reinigen müsst, dann wird nur das angezeigt, wo denn noch was zu reinigen ist oder zu staubsaugen, wie auch immer. Also von daher schon mal eine ganz gute Hilfe, wenn man das dann hat. Und finde ich auf jeden Fall schon mal gut gemacht. Die Müllsäcke, wenn sie voll sind, schmeißt ihr übrigens automatisch weg. Da müsst ihr nichts tun. Die werden dann einfach nur fallen gelassen. Die müssen wir aber gleich auch noch rausbringen. Also das ist auf jeden Fall notwendig. Hier liegt auch noch Pizza. Schaut mal, wie die Couch aussieht. Aber wenn wir hier fertig sind, auch wenn ich kein Putzgenie bin, dann hoffe ich mal, dass hier alles tutti kompletti gut aussieht. So, hier steht noch ein bisschen rum. Der Aschenbecher, den schmeißen wir auch weg.
So, wo haben wir da hinten in der Ecke? Das meine ich jetzt gerade. Zum Beispiel hier liegt wohl noch Müll. Und das, die Müllsäcke werden aber auch so gekennzeichnet. Von daher kann sein, dass da gleich noch was hinterliegt. Schauen wir gleich mal. Wir haben hier aber noch irgendwo was. Oder war das auch ein... Ah, hier oben. Das sind so Art, was das auch immer war. Gut, dann da hinten sind die Säcke, glaube ich. Oder steht hier noch ein Eckchen? Nee, dann gehen wir mal rüber ins Badezimmer. Da war ja auch noch ein bisschen was. Ein bisschen ist gut. Zahnpasta kommt auch mit weg. Die ist noch nicht schwierig. Dann ist der Raum auch okay. Und hier in dem Raum war ja gar nichts. Seht ihr auch an diesem Smiley irgendwie? Ich weiß gar nicht, was das jetzt zu bedeuten hat. Hier ist aber noch, natürlich der Tisch ist noch zu berühren. So, fertig zu machen, so rum. So, dann würde ich sagen, lassen wir das mal fallen und bringen mal die Müllsäcke raus. Dann sehen wir nämlich auch, ob das denn dann alles ist. Wie gesagt, die macht ihr jetzt einfach mit dem Linksklick und dann einfach rechts hier rein. Und wir sehen auch den Fortschritt so ein bisschen. 21% an Müll haben wir jetzt schon geschafft. Also ist ein bisschen was zu tun. Ups, man muss da schon relativ drüber sein. Aber auch nicht zu drüber. Ja, schaut euch auch nochmal das Video dazu an, was der Entwickler da hat, wenn euch das interessiert. Da kommen also noch so einige andere Locations, unter anderem zum Beispiel auch ein Kino, wo man dann Auftrag bekommt, dass man das Kino reinigen soll. Und da sind die Grenzen, das ist echt blöd hier so ein bisschen, ich treffe da nicht immer, da sind die Grenzen natürlich nach oben offen, was man da noch alles bringen könnte. Ne? Also wie gesagt, ich habe das jetzt, nee, das wollte ich nicht, das sah aus wie ein Sack, ist aber keiner. Hab das ja jetzt erst jetzt entdeckt, ne? Aber... weiß jetzt auch nicht, was vielleicht da noch zugekommen ist. Also so update-technisch, das meine ich jetzt. Kann ja durchaus sein, dass da schon einiges gemacht wurde. Möglichkeiten gäbe es da en masse. Ähnlich wie hier bei unserem Recycling-Center. Kann man ja auch verschiedene Locations machen. Haben wir den Sack jetzt verloren? Ich glaube, ja. Da ist er doch. Ist aber ein bisschen schwierig, hier rauszukommen. So, jetzt aber. Man könnte natürlich auch andersrum sagen, ich habe zu Hause schon genug zum Räumen, warum soll ich das noch spielen? Ja, korrekt. Ist ja auch so ein bisschen mein Ansatz, mein negativer Ansatz. Auf der anderen Seite, wenn jemand das Spaß macht, warum denn nicht? Es gibt ja auch schon andere Spiele in dieser Art. Das habe ich dann durchaus schon mal gesehen. Der Stuhl, der pfeffert jetzt hier rum. Hier haben wir aber auch nichts mehr an Müll. Da müssen wir einmal hier gucken. Da lag noch ein Müllsack. Und da hinten muss noch irgendwas in der Küche sein. Da hinten. Hier ist soll irgendwas sein. Oder ist das doch noch hier Müll? Müssen wir doch mal den Mülleimer holen, weil hier ist auf jeden Fall kein Sack und das kann ich auch nicht aufmachen. Das ist aber auch jetzt das Einzige. Dann gehen wir da nochmal in die Ecke. Ach, guck mal, die Scherben waren gemeint. Ja, und jetzt meint er wahrscheinlich den Sack an sich. Jawohl. Dann haben wir nämlich den Müll zu 100% geschafft. Müsste jetzt nach diesem Sack der Fall sein. Ja, wunderbar. So, jetzt sollen wir den Dampfreiniger zum Beispiel nehmen. Das ist zum Beispiel dieses Teil hier. Und dann müssen wir jetzt hier halten zum Reinigen. Und dann müssen wir die ganzen Flecken quasi wegmachen. Macht auch leichte Geräusche. Aber schaut mal, wie schön sauber das wird. Und das ist das, was ich gerade meinte. Jetzt ist da oben in der Map so ein Dampfreiniger angezeigt. Ein Symbol. Damit wir wissen, wo wir überhaupt hin müssen. Denn hier rechts in der Ecke habt ihr vielleicht gerade gesehen. Das sind dann Schnippel, die müssen wir gleich aufsaugen. Und das hier zum Beispiel, diese Scherben oder was das sein soll, sollen wir auch saugen. Von daher wissen wir da schon mal, dass wir da nicht hin müssen. Und wenn es fertig ist, gibt es auch immer so einen schönen, ja, so einen schönen Sauber-Button hier. So das hier meine ich, dieses Blitzern. Und auch noch ein akustisches Signal. So, was haben wir hier noch? Da ist auch noch irgendwo ein Fleck. Den Mülleimer müssen wir nochmal rausbringen. Der gehört ja uns. Und hier haben wir auch noch Flecken. Ja, und ich glaube, der Smiley ist wirklich, wie sauber die Ecke ist. Hier muss noch irgendwas sein. Achso, der meint wahrscheinlich die Couch. Kann das sein? Ja. Wie sauber der jeweilige Raum jetzt so ist, soll wahrscheinlich das symbolisieren. So, hier ist alles super. Aber das andere Bett sah ja auch schlimm aus, habe ich noch in Erinnerung. Ja, funktioniert auch. Und im Badezimmer geht es auch noch ein bisschen weiter. Ach,
Auf der anderen Seite ist das schon schön. Ich putze ja nicht gern, aber wenn ich mal putze, dann freue ich mich immer. Oh, laden Sie den Dampfreiniger mit der Ladeeinheit des Autos auf. Okay, ist auch neu. Dann geht der Akku auch leer. Da können wir nachher weiter staubsaugen. Wie geht das jetzt? Das habe ich noch nicht gemacht. Lade es auf. E. Ah, okay. Aber dann können wir schon mal ihn hier in der Hand nehmen. Er ist jetzt auch bei 100%. Aber ist auch schön, dass man das so dazwischen gemacht hat. Ja, und jetzt seht ihr jetzt hier, jetzt mal staubsaugen. Und da sind jetzt alles, was zu saugen ist, auch in der Ecke zu sehen. Also sprich in der Vorschau da oben. Warum kriege ich das jetzt nicht? Also man muss sich manchmal ein bisschen anders stellen. Ja, jetzt haben wir das fertig. Ja, wie ich gerade sagte, also wenn ich dann mal sauber mache, erfreue ich mich dann doch darüber. Hier muss noch irgendwas sein. Wenn es wieder schön aussieht. Also von daher. Da ist alles okay. Dann müssen wir hier nochmal hingehen. Da war noch was in der Ecke. So, und hier war auch noch was. Und dann nochmal ins Wohnzimmer. Das war wirklich eine wilde Party hier. Popcorn kann man auch wegsaugen. So, warum erwischst du das eine Popcorn nicht? Jetzt. So, hier noch irgendwo. Achso, da. Auf dem Sessel noch. Aber irgendwo deine Ecke noch. Da. So, dann haben wir das alles erledigt. Dann nehmen wir unseren Dampfreiniger, unseren Staubsauger da mit. Mal gucken, wie weit der Dampfreiniger ist. Ah, der ist wieder bei 100%. Wunderbar. Denn wir waren ja noch im Badezimmer, ne? Da sind wir ja noch nicht fertig geworden. Das ist aber jetzt erstmal das Letzte. Dann sind wir nämlich beim Dampfreinigen auch bei 100%. Schön, jetzt bringe ich das mal direkt raus. Und jetzt gibt es eben noch 5 Aufgaben von einer detaillierten Reinigung. Und wenn ich da richtig gesehen habe oder richtig vermute, dann war das zum Beispiel auch schon der Spiegel, den wir da gesehen haben im Badezimmer. Der war nämlich separat zu klicken. Ah ja, okay. Und dann muss man mit so einem Schwamm, ist ja auch süß, und auch ein Smiley, muss man das dann sauber machen. Also es ist alles dabei. Sehr schön, genau das war's. Wo ist denn noch eine Geschichte? Das Bad vielleicht? Nee, aber hier hinten war noch ein Spiegel. Der ist dann genauso. Also rein vom Simulationsfaktor ist das, glaube ich, gelungen, oder? Wie gesagt, wie immer, schreibt es mir gerne. Hier muss man noch was. Ja, den Tisch. Also ich habe zumindest, das meine ich gerade damit, schon das Gefühl, dass ich jetzt was putze und was mache. Ach, das sind die, guck mal, das, diese Sonderreinigungen sind die Smileys. Jetzt wissen wir es auch. Ah, da oben. Nicht wie der Raum aussieht, da reichen die Prozente aus, sondern deswegen dieser Smiley, weil der Lappen ein Smiley ist. So, der ist jetzt weg, aber hier hinten ist noch irgendwo das Fenster noch. Sehr schön. Dann sind jetzt alle weg und jetzt sollen wir noch Gegenstände platzieren. Nämlich einmal hier unseren Stuhl. Den sollen wir jetzt natürlich an den Tisch stellen. Wenn ich es denn jetzt hinbekomme. Aufheben mit E. Na, das ist ein bisschen tricky. Ich versuche mal Edge hier. Von wegen halten, okay. Und dann? Ah ja, und dann ranstellen. Also man muss ihn halten. Er hat sich hier wahrscheinlich verhakt. So, jetzt klappt's. Wenn wir dann soweit sind, ist das auch gut. So, dann gibt es hier noch eine Blumenvase, die steht hier. Ist damit ein bisschen einfacher als wie mit dem Dings. So, und dann gibt es noch zwei. Halt, hier ist einmal so ein Bild und ein Buch. Muss noch irgendwo liegen. Das Bild, ja. Ja, wo soll das denn hin? Das wird uns jetzt hier nicht angezeigt, aber da oben. Okay, aber trotzdem so eine kleine Hilfe. Ach, 10 Gegenstände sind das sogar. Das Buch ist nicht gemeint. Das Buch aber. Kommt das dann da ins Regal? Ah, da gibt es mehrere. Okay, dann doch das vielleicht. Ja, das will er jetzt nicht annehmen.
Muss man ein bisschen suchen, wo man was hat. Den, ach komm, jetzt wo wir eine Hand haben, bringen wir mal eben raus. Soll den auch da rein tun? Ne, der stand ja davor. Sorry. Reicht auch aus. So, dann gucken wir nochmal, was hier noch so rumliegt. Ja, hier ist noch ein Buch. Ach, kann man doch mit einem Klick. Bei dem Stuhl war es wahrscheinlich nur ein bisschen schwieriger. So, war hier noch irgendein Buch oder sonst was? Ja, da war noch auf jeden Fall dieses Bild. Das stand ja auf der Kommode. Hier, wunderbar. Das ist die 7. Gucken wir nochmal in diesen Raum hier. Nee, das Schlafzimmer war das ordentlichste. Das können wir schon mal zumachen. Wir können auch Licht ausschalten, sehe ich gerade, oder wie? Nee, doch nicht. So, ja, wo sind jetzt noch ein paar Bücher, fehlen uns noch? Das will er nicht nehmen irgendwie. Vielleicht ist es aber auch nicht das Richtige. Hier oben noch irgendwas. Aber es sieht schon mal schön aus, muss man schon mal sagen. Schade, dass das jetzt nicht gezeigt wird, wo hier irgendwas steht. Das würde mir jetzt noch leicht fehlen. Ah, hier, die. Ja, gut. Dann sind es noch die Bücher. Die sahen schon so aus, als wenn sie dahin gehören, aber sie waren es dann doch. Okay. Sehr schön. Und die letzte Geschichte. Sehr schön. Drücken Sie die Eingabetaste, um abzuschließen. Aber erstmal möchten wir, wie ich gerade schon sagte, uns das schöne Werk noch angucken. Also sieht das schon wesentlich besser aus, ne? Ist uns gelungen. Dann würde ich die Tür auch noch zumachen. Ja, und letztendlich auch die Haustür zumachen. Und dann gucken wir uns gerne mal an, was uns jetzt erwartet. Wie gesagt, da war ich noch nicht. Du hast 100% der Aufgaben erledigt. Bist du sicher, dass du den Job abschließen möchtest? Ja, das möchte ich. Wunderschön. Das war vorher, das ist nachher. Das ist, oder das andersrum. Ja, schön. Dann zeigt man uns das nochmal, wie es vorher ausgesehen hat. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein, aber trotzdem nochmal nett. Ne? Also alles erledigt, die Kundenbewertung. Du hast einen tadellosen Job gemacht, alles ist blitzsauber, selbst die Keime suchen nach einem neuen Zuhause. $100 bekommen und 5 Sterne. Gehe zurück ins Büro und wir haben alle Levels abgeschlossen, wird jetzt hier gesagt. Also die Demo ist dann jetzt vorbei. Ich hätte zwar gerne noch mal kurz in den Computer geguckt. Oder ist die Demo nicht vorbei? Kaufen Sie ein Werkzeug im Geschäft? Gucken wir mal eben. Ah ja, guck mal. Können wir doch noch weitermachen. Kaufen für $100. Dann schauen wir mal, ob noch was Neues da wäre. Ja, ist aber dasselbe. Ida Ball. Wir können sie uns ja mal kurz anschauen, wobei ich jetzt einmal ganz kurz gucken wollte, ob das Werkzeug jetzt hier irgendwie reinzubringen ist oder so. Nee, da kann man gar nichts öffnen. Ja, dann lass uns noch mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt hier diese 5 Sterne bekommen. Das wollte ich auch noch mal gucken. Klar, und damit sind die da. Wir gehen noch mal ganz kurz hier rein, aber sonst ist ja immer das Gleiche. Und ich glaube, es ist auch dasselbe Haus. Und wenn jetzt hier derselbe Müll rumliegt, dann bringt das natürlich nichts. Ja, mehr oder weniger wirklich das Gleiche zu machen. Aber wie gesagt, da gibt es noch wesentlich schönere Location nochmal dazu. Also auf jeden Fall andere, noch ein bisschen Abwechslung. Wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall ganz süß. Hat es, wie gesagt, noch nicht gesehen. Insofern, wenn es dem einen oder anderen so geht wie mir, dann habe ich es euch jetzt vorgestellt. Und wenn hier Putzteufel unter uns sind, dann könnt ihr jetzt loslegen. Preis habe ich jetzt, gerade gar nicht geguckt, aber war, glaube ich, jetzt erschwinglich. Insofern keine größere Sache, sage ich mal. Aber, wie gesagt, für alle Putzteufel da draußen, loslegen, würde ich sagen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge vorgestellt oder bei welchem Spiel auch immer. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bitte bleibt gesund. Ciao, ciao.